So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen im heutigen Video mal wieder ein paar Lootboxen auf. Ich habe mittlerweile 6 angespart. Ja, und ich bin gespannt, was uns diesmal drin erwartet. Oh, die glühen hier schon so schön, ne? Schon als wäre da was Schönes drin. Ja, was ich übrigens an der Stelle mal ganz klar sagen möchte, für diejenigen, die es bisher noch nicht wissen oder sich damit nicht beschäftigt haben. Es ist tatsächlich so, dass alles, was man aus diesen Lootboxen kriegt, nichts am Balancing des Spiels verändert. Das ist alles, diese ganzen Sachen, die man freischalten kann, das ist alles kosmetischer Natur. Also Highlight-Intros, Sprays, Sprüche, Siegerposen, Emotes. Das ist nichts, was man, was jetzt irgendwie das Balancing verändert, wenn man eine ganz tolle Waffe oder irgendwas bekommt. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein und wir machen die erste Box auf, gucken mal, was drin ist. Oh, 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 das ist was Legendäres drin. Oh, nice, Credits sind da drin. So, wir gehen mal durch. Wir haben ein neues Spieler-Icon bekommen. Ja, sieht ganz nett aus, ist für Reinhard, zeigt uns Reinhard ohne Helm mit, ja, mit seinem glühenden Auge oder sowas. Kann man mögen, muss man nicht. So, wir haben ein neues Spraypaint bekommen für Thorbjørn, Thorbjørn, wie komme ich auf Thorbjørn? Das klingt irgendwie so nach Biathlon-Star, nach Thorbjørn. Finde ich jetzt nicht so super schick. So, dann haben wir hier Währung für alle Helden bekommen, 500 Credits und das ist eine ganz coole Sache, da komme ich gleich drauf zu sprechen, denn wir haben noch einen Spruch bekommen für Genji. Ich bin eins mit dem Drachen. Oh, das ist ganz schick, das rüste ich mal aus, wenn ich Genji bekomme. Credits. Wichtiges Thema, denn die Sache sieht so aus, wenn man Gegenstände doppelt bekommt, kann man die, zum Beispiel wie in Hearthstone, dass Karten zu Staub verarbeitet werden. Sieht so aus, dass man hier Sachen, also wenn ich jetzt den Spruch schon hätte, könnte ich den sozusagen in Credits umwandeln. Und diese Credits, dafür gehen wir kurz in die Heldengalerie, sind dann dafür da, um, wir sehen hier stehen die Preise dran, um sich Zeug zu kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte, mir für, ich spiele zum Beispiel relativ viel mit Bastion, wenn ich jetzt Bock hätte, mir hier einen Skin zu kaufen, dann könnte ich jetzt hier den mit Credits freischalten. Und ist in meinen Augen eine relativ coole Sache, auch wenn man diese legendären Skins dann tatsächlich nur aus den Boxen bekommt, den Rest kann man tatsächlich kaufen. Gut, weitere Lootboxen, ne? Lootboxen. So, hier haben wir einen Skin drin, das ist schon mal sehr schön. So, zum einen, wir haben einen Spruch für Bastion bekommen. Was? Hat fast so ein bisschen was von BB-8. Rüste ich aber aus, weil ich spiele Bastion sehr viel. Wir haben ein neues Spraypaint für Symmetra bekommen. Oder beziehungsweise ein Icon für bekommen. Ja, geht so. So, wir haben einen neuen Skin für Junkrat bekommen, den Verrosteten. Ja, Junkrat-Skins sind nicht so super gut, aber ich sag mal so, wenn ich Skins für einen Charakter bekomme, dann rüste ich die in der Regel auch aus, weil ich dann zumindest nicht mit den Standard-Skins rumlaufe. Und wir haben noch ein Spraypaint für Reaper bekommen, was ich, das finde ich tatsächlich sehr schick. Rüsten wir auch aus. Gegenstände sind tatsächlich dann übrigens an die Helden gebunden sozusagen. Also ich könnte jetzt nicht mit Tracer rumlaufen und dieses Reaper-Icon sprühen, das ist dann in der Regel nur mit Reaper möglich. So, wir machen die nächste Lootbox auf. Okay, ist was Blaues drin. Oh, zwei blaue Sachen. So, oh, mehr Credits. Mehr Credits, auch wenn es diesmal nur 50 sind, aber hey, take it. Wir haben für Tracer ein neues Spray bekommen, das sieht ganz schick aus. So, wir haben ein Spray für Bastion bekommen. Ja, ist mir ein bisschen zu martialisch. Auf der anderen Seite schön natürlich mit dem... Komm, das rüsten wir mal aus. So, und wir haben für Winston einen Spruch, den hören wir uns mal an. Die Macht der Wissenschaft. Ja, können wir auch mal ausrüsten. So. Nächste Lootbox. Oh, okay. Da ist was Episches drin. Nice. Oh, das sieht doch richtig gut aus. So, wir haben nämlich gleich zwei Skins hier drin. Das ist fast so ein bisschen ein Volltreffer. Zum einen einen Skin für Mai bekommen. Der tatsächlich nur ein farblicher Skin ist. Also er heißt einfach nur Orange. rüste ich trotzdem mal aus für Mai. Wir haben für Seraya ein Spraypaint bekommen, was nicht sichtbar ist. Oder sprayen wir da die Dose? Die Dose scheinbar. Und wir haben einen Hanzo-Skin bekommen. Oh, das ist ganz schick. Der Drache, das ist so ein bisschen Bruce Lee angehaucht, ne? Mit diesem Gelb. Das gefällt mir ganz gut. Aber ich spiele zu wenig Hanzo, weil ich bin zu schlecht als Sharpshooter. Und wir haben noch für Lucio ein Spieler-Icon bekommen. Auch ganz schick. So, ja, nächste Lootbox. So, wir haben einen neuen Spraypaint für Hanzo bekommen.
Ja, den Sturmbogen, ja, geht so. Ein Spieler-Icon für Diva, beziehungsweise Spieler-Icons kann man natürlich hier überall einsetzen. Warum? Ich habe übrigens gerade, weißt du was, das ist besser als das andere. Und einen neuen Spruch für Winston, schon der zweite. Dschungelfaust. Oh ja, das ist martialischer, das gefällt mir gut. Und natürlich noch einen weiteren Reinhardt-Spieler-Icon. Ja, kann man so mitnehmen. So, und damit haben wir noch eine Lootbox. So, oh, sehr schön, schon mal einen neuen Skin. Gut, wir haben ein, das ist tatsächlich ein sehr schönes Spray-Paint für Tracer. Das rüste ich auf jeden Fall aus, denn das können wir über eine Wende sprühen. Die Leute wissen, Tracer was hier. Dann haben wir hier für McCree. Ja, wenn man viel McCree spielt, ist es immer schön, die Spieler-Icons zu bekommen. Wir haben aus dem Weg alle Helden. Also ein Spray-Paint, das ist gültig für alle Helden. Das kann man mit jedem benutzen. Und wir haben den neuen Pharah-Skin. Den Amethyst haben wir bekommen. Ja, ist nur eine farbliche Sache. Sieht aber tatsächlich nicht so super schlecht aus. Ja, das waren die Lootboxen. Jetzt können wir nochmal eben kurz in der Heldengalerie uns mal eben kurz so ein bisschen vergleichen. Wir haben ja für Mai zum Beispiel den Skin bekommen. Also der Original-Skin sieht so aus. Ist blau, passt natürlich zum Eishelden. Das hier ist einfach alles nur farbliche Varianten. Also orange, gelb, Jade, Lila, die dann ein bisschen schöner werden, werden hier sowas wie Feuerwehrfrau oder Retterin Mai. Die sind dann tatsächlich ganz schick, aber das sind natürlich auch die legendären Skins. Was haben wir noch bekommen? Wir haben für Hanzo haben wir noch einen Skin bekommen. Hanzo, da ist Hanzo. So, Hanzo haben wir den Original-Skin, der sieht so aus. Das ist der Drache, den wir bekommen haben. Ja, ganz schick. Wobei man sagen muss, auch hier die legendären Skins richtig, richtig gut. Also gerade die, wenn ich Hanzo spielen würde, würde ich mir definitiv hier einfach kaufen. Was haben wir noch bekommen? Hatten wir nicht noch für irgendjemanden? Achso, für Pharah haben wir noch einen Skin bekommen. Da ist Pharah. So, ja, klassisch in blau. Wir haben den Amethyst bekommen. Finde ich, passt ganz gut. Die anderen Farben sind natürlich auch ganz schick. Also ich mag allgemein hier Smaragd sehr gerne. Wobei man sagen muss, dieser Anubis-Skin ist sehr cool mit dem Anubis-Helm einfach. Oder auch in weiß als Schakal. Ja, sind definitiv ein paar schöne Sachen bei. Was ich jetzt machen werde, ist, ich habe ja diese 550 Credits. Dafür werde ich mir auf jeden Fall einen Skin für den wunderbaren Bastion kaufen, weil den spiele ich am meisten. Das Problem ist einfach, dass das hier auch alles nur Farbvariationen sind und der schöne Skin ist tatsächlich der legendäre und den kann man sich nicht so kaufen. Da muss man sich mal überlegen, will ich hier 52 für einfach nur, also man sieht ja kaum Unterschied zwischen Defensivmatrix und Classic. Also da werde ich mal gucken, was ich davon kaufe, aber irgendwo werde ich meine Punkte schon unterkriegen. und man muss natürlich keine Skins kaufen. Ich könnte genauso sagen, ich kaufe mir hier ein anderes Highlight-Video, was dann eingespielt wird, wenn ich wenn ich bester Spieler des Spiels bin, was ich ja schon häufig war in unseren Videos. Da werden diese Sachen eingespielt. Das muss man natürlich selber wissen, was man haben möchte. Gut, das war's fürs heutige Overwatch-Video. Es gibt wahrscheinlich übermorgen oder so wieder Gameplay. Aber wir werden hier und da weiterhin diese Box-Openings machen, weil ich die einfach sehr, sehr spaßig finde.